Meine liebe Miss Marple. Guten Tag, Herr Bischof. Also, das ist Ihr Stuhl, bitte. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Cecil Folly Hardwick. Sehr froh. Sir Geoffrey Bucknose. Guten Tag. Lord Rutkin. Guten Tag. Nun, meine lieben Vorstandskollegen, die heutige Jahresversammlung unserer Gesellschaft ist zugleich eine traurige und eine äußerst erfreuliche Angelegenheit. Traurig wegen des kürzlichen unerwarteten Hinscheidens unseres verehrten Konteradmirals Sir Hubert Marple. Tja. Und erfreulich, weil wir statt seiner heute seine Nichte in unserem Kreis begrüßen können. Danke sehr. Die Enkelin des Mannes, der die Stiftung ins Leben gerufen hat. Des Admirals der britischen Flotte, Sir Bertram Marple. Hört, hört. Also Bischof darf ich also jetzt bitte, bitte. Sie erlauben wohl einen Moment. Um Sir Bertrams eigene Worte zu benutzen, besteht die Aufgabe dieser Stiftung darin, moralisch gefährdeten jugendlichen Quallen ein Rückgrat zu geben. Und zu diesem Zweck erwarb er eines der berühmtesten alten Schiffe Englands, die Battledore. Die unsere Stiftung seitdem als ein Trainingsschiff für junge Taugenichtse gedient hat, die sonst vielleicht ganz dem Teufel in die Hand gefallen wäre. Also Bischof, schön und gut, das wissen wir ja alles. Aber ich habe etwas zu berichten, was von größter Wichtigkeit ist. So, so, ich nehme mich auch. Madam, ich kann mir denken, dass Ihr Herz an diesem Tage überfließen muss vor Stolz auf die großen Leistungen Ihrer ehrwürdigen Familie. Ich kann nur eins sagen, das aber aus tiefstem und ehrlichstem Herzen, willkommen. Ich Amen. Danke Ihnen, Bischof. Und jetzt komme bitte, ich... Bitte, bitte, nehmen Sie Platz, bitte. Herr Bischof, meine verehrten Herren Kollegen, ich bin zutiefst bewegt von dem Empfang, den Sie mir bereitet haben. Mein Herz ist tatsächlich von Stolz erfüllt. Verzeihen Sie mir... Aber mir kommt der Rauch so leicht in die Augen. So ist es besser. Herr Bischof, meine verehrten Herren Kollegen, es ist mir eine große Ehre, zu Ihrem Kreis zu... Hören Sie bitte Ihre Finger aus meiner Schnupftabaksdose nehmen, Madam. Ach, ich bitte um Verzeihung. Wie ungeschickt von mir. Also, wie ich gerade sagen wollte... Wenn wir weiterhin das Steuer sicher in der Hand haben, dann bin ich fest davon überzeugt, dass auch das gute Schiff Battledore sich getreulich weiter seinen Weg durch Sturm und Unwetter erkämpfen wird. Und so für jene jungen Menschen, die durch die Wogen des Lebens in Gefahr gekommen sind, ein sicherer Hafen sein wird. Hört, 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 hört. Vielen Dank. Nun, meine Herren und meine Dame, zu dem ersten Punkt unserer Tagesordnung. Zum Teufel mit dem ersten Punkt der Tagesordnung. Ich verlange, gehört zu werden, und zwar gleich. Also ich bitte Sie, Folly, warum können Sie das, was Sie sagen wollen, nicht unter einem anderen Punkt der Tagesordnung vorlegen? Es wird keine anderen Punkte auf der Tagesordnung geben, wenn man sich das, was ich zu sagen habe, nicht endlich anhört und die Konsequenzen daraus zieht. Es ist zwar gegen jede Ordnung, aber wenn es sein muss... Meine... Folly! Tja, ich nehme an, dass er sich über irgendwas sehr erregt haben wird. Oh ja, Dr. Kramber, er schien mir wirklich etwas sehr... Ja, das dachte ich mir. Tja, das wär's also. Der Geist war willig, aber das Herz war's nicht. Ich hatte ihn gewarnt. Tja, ich muss weiter, ein Baby wartet. Ich werde die Formalitäten bei der Polizei erledigen, ist ja gleich nebenan. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Das ist aber ein flinker junger Mann. Der arme alte Folly. Schade, dass man nicht weiß, was er uns zu sagen hat. Er hatte eben erst eine Inspektionsreise zu unserer Battledore unternommen. Ja, er kam erst heute Mittag wieder zurück, soviel ich weiß. Ich schätze, dass er sich über den schlechten Empfang beschweren wollte, den man ihm dort bereitet haben mag. Der Kapitän scheint sich über Besuche dieser Art nicht sehr zu freuen. So, das wär's, Inspektor. Ich schicke Ihnen morgen früh den Totenschein für die amtliche Leichenschau. Einverstanden? Ja, danke, Doktor. Tut mir leid um den alten Knaben. Oh, nicht doch. Warum denn? Ein langes Leben, eine Menge Geld, vier Frauen und ein schneller Tod. Na, mehr kann sich ein Mensch doch nicht wünschen. Tja, ich muss weiter. Hilft nichts. Da wartet nämlich noch ein Baby auf mich. Also dann auf Wiedersehen. Meine Herren, das ist aber ein flinker Junge. Bacon! Ist es denn absolut notwendig, dass Sie hier bei Nacht und Nebel herumschleichen, wenn ich fragen darf? Miss Marple, nur weil ich Sie beim Herumschleichen beobachtet habe, schleiche ich ebenfalls hier herum. Aber Sie wissen ja nicht, was da oben passiert ist. Zufällig weiß ich das doch. Ich weiß nur nicht, warum Sie aus Fenstern steigen und Feuerwehrleitern herunterklettern. Ja, wissen Sie, das tue ich bloß, weil dem armen Mann der Schnupftabak gestohlen worden ist. Schnupftabak? Ja, nicht etwa die Schnupftabaksdose. Obwohl die, wie ich glaube, ziemlich wertvoll ist, sondern nur der Schnupftabak. Schnupftabak? Gestohlen? Jawohl. Von einem Eindringling. Miss Marple, um alles in der Welt, was... Irgendjemand muss da draußen gelauert haben, vor dem Fenster. Sie meinen, ein Einbrecher, ja? Was kann bei unserer Sitzung für einen gewöhnlichen Einbrecher von Interesse gewesen sein? Doch wie auch immer. Was ist das für ein Einbrecher, der Schnupftabak stiehlt und die Dose zurücklässt? Ich glaube, dieser Todesfall muss Ihnen einen schweren Schock versetzt haben.
Jetzt kommen Sie mit uns mit und Sergeant Bacon fährt Sie in meinem Auto nach Hause. Schlafen Sie darüber und morgen früh sind Sie wieder ganz auf der Höhe. Wollen Sie damit andeuten, dass ich nicht zurechnungsfähig bin? Nein, nein, natürlich nicht. Was wollten Sie dann damit sagen, bitte? Nun ja, also nur, dass Sie vorübergehend nicht auf der Höhe sind. Herr Oberinspektor, ich bin immer auf der Höhe, was auch passieren mag. Haben Sie es bekommen, Mr. Stringer? Ja, der Apotheker hat sich zwar erst ein bisschen gehabt mit der Schwefelsäure, aber als ich ihm dann sagte, es wäre für Sie der Weihe Ja, danke besser. Sehr. Na wunderbar, jetzt kann es weitergehen. Ich muss gestehen, Miss Marple, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Sie eigentlich vorhaben. Ich meine, der Arzt hat doch gesagt, dass der arme Mann einen Herzanfall erlitt. Ist er ja auch. Dann verstehe ich nicht, warum... Warten Sie ab, Jim, immer mit der Ruhe. Was ist denn das? Ein kostbarer kleiner Rest von Folly Hartwigs Schnupftabak. Aber ich dachte, es wäre alles gestohlen worden. Ich hatte durch eine ungeschickte Bewegung etwas davon verschüttet, und zwar kurz bevor er starb. Und glücklicherweise hat das unser Dieb übersehen. Ach so, ich verstehe. Kein Cyanid. Cyanid? Shh. Auch kein Gondioma Kamassi. Wie? Der Name eines afrikanischen Holzes, dessen Späne ein Alkaloid enthalten, das dem Curare verwandt ist. Schade. Darauf hatte ich nämlich gehofft. Wenn jetzt eine Farbreaktion eintritt... Aha. Das war es also. Was? Strychnin. In seinem... Ja, damit hat man ihn beseitigt, und zwar durch die Nase. Gütiger Himmel. Sehr originell. Ja, fast genial. Oder am Ende doch nicht ganz. Würden Sie mir bitte mal einen Schutz geben, Jim? Ja. Halt, hier haben wir schon. Die Todesbüchse von James Plantagenet Corby. Hier, da steht's. Hören Sie gut zu. Und so, Mylord, erklärte Sefton Harrycutt, hat Jakob Raschen tatsächlich einen Herzanfall erlitten. Aber er wurde hervorgerufen durch eine schädliche Substanz in seinem Schnupftabak. Miss Marple, ich beginne zu verstehen. Warten Sie. Aber der Mörder, so fuhr Harrycutt fort, beging einen Fehler. Er vergaß nämlich, den ihn belastenden Inhalt wieder aus der Schnupftabaksdose zu entfernen. Und zweifellos ist unser Mörder davon überzeugt, dass er diesen Fehler nicht gemacht hat. Oho. Aber aus welchem Grunde sollte irgendein Mensch so etwas tun? Das, Mr. Stringer, ist die große Frage. Der arme Mr. Folly Hartwig war gerade von unserem Schiff zurückgekommen. Er wollte uns unbedingt etwas Wichtiges mitteilen. Das konnte er nun nicht mehr tun. Da muss das Motiv für den Mord zu suchen sein. Mr. Stringer, ich schätze, da muss irgendetwas faul sein an Bord unserer Battledore. Ach, du meine Güte. Ach, da liegt sie ja. Richtig. Ein echtes Stück Geschichte. Es ist wirklich ein Jammer, dass etwas so Schönes die Antwort auf etwas so Gemeines wie Mord in sich bergen soll. Ach, sehen Sie mal, da kommt schon das Beiboot. Ganz pünktlich. 2 Minuten vor 2 Glasen in der Halbwache. Ist das wirklich klug, Miss Marple? Hätten wir nicht wenigstens versuchen sollen, den Oberinspektor zu überzeugen? Polizisten, Mr. Stringer. Und ganz besonders unser guter Freund, der Oberinspektor Craddock, lassen sich doch immer nur von klaren Beweisen überzeugen. Ja, aber wenn Sie erst mal draußen auf dem Wasser sind, hat's der Mörder leicht. Ein scharfer Malzpicker in der Dunkelheit, Ihr Körper verschwindet leise im Spiker, wird bei Abby ins offene Meer rausgetrieben? Mein lieber Jim, nun beruhigen Sie sich mal bitte. Tut mir leid, aber ich halte es für meine Pflicht, Sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Also wollen Sie mir nun helfen, lieber Jim, oder nicht? Nun ja, natürlich, das wissen Sie ja. Danke. Also was ist, haben Sie Ihre Signallampe? Ja, ja, hier. Nehmen Sie sich auf jeden Fall ein Zimmer mit Blick auf die Flussmündung, am besten mit Balkon. Ich schlage vor, in diesem Hotel. Ja. Ist Ihnen auch alles klar? Oh ja. Und wie verabredet, halten Sie bitte heute Abend um 11 Uhr Ausschau, dann werde ich Ihnen alles übermitteln. Alles, was ich bis dahin an Beweisen entdeckt habe, sodass, falls mir etwas zustoßen sollte von morgen früh... Aber Miss Marple, Sie... dann absolut imstande wären, den Fall aus eigener Kraft weiter zu verfolgen. So, ich glaube, das wäre wohl alles. Also, wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen früh im Hotel. Es sei denn, ich müsste aus irgendwelchen Gründen noch eine Nacht länger an Bord der Battledore bleiben. Aber wenn der Kapitän wirklich so ist, wie der Bischof gesagt hat, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass ich ihm sehr willkommen bin. Miss Marple, hören Sie, ich muss Ihnen aufs Strengste verbieten, sich in Situationen zu befinden. Zum Teufel mit den Torpedos. Volldampf voraus, Mr. Stringer. Sehen Sie sich das an. Nun sehen Sie sich das mal an. Seemannsjacke, Matrosenknöpfe und einen Admiralshut. Was denkt ihr denn, wer sie ist? Neptuns Mutter? De Cassie Ramsden, Madam. Marple, Captain.
Willkommen an Bord der Battledore. Danke sehr. Darf ich Ihnen meine Offiziere vorstellen? Ich bitte darum, Captain. Commander Breeze Connington, Madam. Guten Tag. Organisation und Verwaltung. Kapitän Lieutenant Dimchurch, Madam. Guten Tag. Navigation und Seefahrtskunst. Leutnant zur See Compton, Madam. Guten Tag. Disziplin und Charakterfestigung. Unterleutnant Humbert, Madam. Guten Tag. Körperertüchtigung. Und? Wir finden, dass das völlig genügt, Madam. Assistentin der Hausmutter Shirley Boston, Madam. Guten Tag. Ja, und dann haben wir da zu guter Letzt... Hausmutter erster Klasse, Fenbraid. Guten Tag. Erster Klasse. Ja, ja, erster Klasse. So, das wäre ja hübsch glatt gegangen. Und nun möchte ich Ihnen, Madam, auch im Namen der übrigen Besatzung zum Tod Ihres Kuratoriumskollegen unser herzlichstes Beileid aussprechen. Ich danke Ihnen vielmals, Captain. Und nun will ich ebenso wie Sie keine Zeit mehr vergeuden, also hier ist mein Programm. Humbert! Sir! Kommen Sie her. Schön, danke. 17.30 bis 18.30, das ist die Uhrzeit. Ja, natürlich. Ja. Ein Rundgang durch die einzelnen Unterrichtsklassen. 15 Minuten zum Waschen und Frischmachen, dann 18.45 bis 19.45 Getränke und kalter Imbiss in der Offiziersmesse. 20.00 bis 21.00 Shanties der versammelten Bordwache an Deck. 21.45 bringe ich Sie persönlich von Bord. Zu dem letzten Bus nach Milchester. Entschuldigung, Madam. Miller! Sir? Miller, was machen Sie denn da mit dieser Tasche? Ich trage sie, Sir. Sie gehört mir, Captain. Ihnen? Ja, das ist mein Seesack, wissen Sie? Seesack? Aber Sie sind doch nur für ein paar Stunden hier, nicht? Da ich ein neues Kuratoriumsmitglied bin, finde ich, dass es meine Pflicht ist, ein bisschen länger bei Ihnen zu verweilen, Captain. Ich hatte gehofft, ich könnte über Nacht an Bord bleiben. Über Nacht an Bord? Über Nacht, ja? Es tut mir furchtbar leid, aber es ist ganz und gar unmöglich. Und abgesehen davon hätten wir auch gar kein Quartier für Sie. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ein fabelhaftes Quartier, Captain. Wie nett, dass Sie mir Ihre eigene Kajüte geben. Das ist doch gar nicht der Rede wert. So, ich glaube, das wäre dann wohl alles, Madam. Eine schöne Klinge, Captain. Ja, ja, ganz schön, tja, nicht? Tja, er gehörte meinem Urgroßvater. Er bekam ihn zur Belohnung nach der Schlacht bei Trafalgar geschenkt. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie davon getrennt. So. Ja, gut. Also dann treffen wir uns so in 10 Minuten an Deck, wenn's recht ist. Ja. Ach, Captain, ich... Ja, Madam? Haben Sie nicht noch irgendetwas vergessen? Vergessen was denn? Nein, ich glaube nicht. Sie werden doch sicher Ihren Schnupftabak brauchen. Oh ja, wenn Sie mir das bitte... Danke, sehr lieben, soll ich vielen Dank... Augenblick. Vielen Dank. Kommt schon, Kinder, ich bitte euch. Hockt doch nicht so rum. Es ist schließlich nur für eine Nacht. Der Captain und die Dame müssen jeden Augenblick hier aufkreuzen. Also reißt euch ein bisschen zusammen und versucht, einen guten Eindruck zu machen. Aber Sir, Erik und ich wollten heute Abend zu Ellingtons Party. In Bingley Castle. Es ist die Party des Jahres. Mach dir nichts draus, Liebling. Es gibt ja noch andere Partys. Und morgen Abend habe ich ja frei. Hören Sie auf zu stänkern, Compton. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt. Liebling, bitte. Ganz Ihrer Ansicht, Sie Muskelheld. Der Zeitpunkt ist nicht günstig. Compton, hört auf damit, ihr zwei. Hey, da haben wir Miss Marples Anwesenheit wenigstens ein ausgezeichnetes Essen zu verdanken. Nicht wahr, Dimchurch? Was? Oh ja, ja, ja. Sie sind doch nicht etwa krank, oder? Nein, nein, wieso? Alles bestens. Sie sind doch nicht wegen der alten Dame so nervös, oder? Nein, nein, es ist einfach nur so lästig. Ist doch alles halb so wild. Wir müssen eben nur die Schränke ein bisschen länger verschlossen halten. Und aufpassen, dass die Skelette nicht so klappern, hm? Ihr Besuch war ein großes Vergnügen für uns, Madam, und hat unserer Arbeit neuen Auftrieb gegeben. Danke sehr, Captain. Aber eins macht mir da allerdings ein bisschen Kopfzerbrechen. So, was denn? Ja, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was den armen Folly Hartwig nach seinem Besuch hier so furchtbar erregt hat. Warum erregt? Worüber denn, Miss Marple? Tja, unglücklicherweise ist der arme Mann zu früh gestorben. Ich meine, bevor er uns noch berichten konnte, was es nun war, was ihn so offenbar beunruhigte. Wir hatten Hoppelpoppel an jenem Tag. Hoppelpoppel? Sie wissen doch, gebackene Bohnen mit lauter Resten zusammengekocht. Oh, so wird das also genannt. Die Jungs mochten das Gericht noch nie und ich glaube, er auch nicht. Also mir hat es eigentlich immer sehr gut geschmeckt. Aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. So dürften wir das geklärt haben. Es ist gut, solche Dinge schnell zu klären. Ach bitte, wollen Sie sich nicht setzen? Danke sehr. So, darf ich wohl in unser aller Namen zum Ausdruck bringen, wie sehr wir es bedauern, Sie morgen früh schon wieder scheiden zu sehen, Madam? Das ist aber nett, dass Sie das sagen, Captain. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie mich gern noch länger hier behalten würden. Bei all den Umständen, die ich Ihnen gemacht habe. Ach, Madam, davon kann überhaupt keine Rede sein. Ich bitte Sie, im Gegenteil, wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns blieben. Und zwar so lange, wie Sie wollen.
Kein Wort mehr, Captain. Also gut angenommen. Gut. Captain. Ja, Madam? Ich möchte gerne als Zeichen meiner Wertschätzung und natürlich mit Ihrer gütigen Erlaubnis jetzt den Befehl dazu erteilen. Was? Stuart, Getränke für die Mannschaft. Auf das gute Schiff Battledore. Ja, Battledore. Battledore. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich glaube, ich werde mich hinlegen. Gute Nacht allerseits. Und auf Wiedersehen morgen früh. Wie zum Teufel ist es nur dazu gekommen? Verzeihung, Captain, aber Sie haben sie doch mehr oder weniger deutlich eingeladen. Wer hat Sie denn gefragt? Aber das ist doch wahr, Captain. Tatsächlich? Ja. Habe ich das getan? Ich habe eher das Gefühl, dass die Dame Sie ausmanövriert hat. Ausmanövriert? Mich? Ausmanövriert? Wie Sie gesehen haben, war der Champagner bereits bestellt, nicht wahr, Sir? Ja, da haben Sie recht, sieh einer an. Was führt die Alte denn eigentlich hier im Schilde? Hä? Möchten mich alle gern loswerden. Ich bleibe. Sir? Schlagen Sie doch das nächste Mal gleich die Tür ein. Verzeihung, Sir. Ich kann's auf den Tod nicht vertragen, dass man mich stört, wenn ich gerade dabei bin, meinen Bart zu kräuseln. Also, was wollen Sie? Ja, Sir, die Landurlaub... Nicht doch so laut! Sprechen Sie leise. Ja, Sir. Die Landurlauber sind gerade zurückgekehrt. Bis auf einen. Bis auf einen? Aha. Einen. Und der Name? Heller Miller, Sir. Heller. Oh nein, doch nicht der. Heller Leider Miller. Leider ja, Sir. Wollen Sie damit sagen, dass Sie diesen ausgemachten Galgenstrick fortgeschickt haben, wo sie hier ist? Ich sah darin keinen sie Grund, von der Routine abzuweichen. Blöd. Sie hätten ihm Fesseln anlegen müssen, noch bevor Sie an Bord kamen. Bitte um Erlaubnis, ihn suchen zu dürfen, Sir. Jawohl, genehmigt. Danke, Sir. Und Compton? Ja, Sir? Sie können ihm von mir bestellen, dass er wenigstens einmal in seinem verkommenen Leben von ganzem Herzen und ganzer Seele sein Morgengebet sprechen soll. Aye, aye, Sir. Mr. Stringer, was ist? Miss Marple, ich habe denen das Boot weggenommen. Ist ja nicht schlimm. Nun beruhigen Sie sich doch erst mal. Ja. So, und jetzt erzählen Sie. Ich habe getan, was Sie mir aufgetragen haben. Ich bin der Küstenpatrouille gefolgt. Ganz junge Burschen, Miss Marple. Die sind da eingebrochen und haben geräubert wie berufsmäßige Diebe. Ah, sieh mal einer an. Ich hege den finsteren Verdacht, dass einer der Offiziere hier ein Erzverbrecher ist. Ein Mann, der die Jungen verdirbt und sie zu kriminellen Handlungen anstiftet und aus dieser Korruption ein Geschäft macht. Rudern Sie schnell wieder zurück, Mr. Stringer. Und passen Sie weiter gut auf. Ja, das werde ich tun, Miss Marple. Ja. Das möchte ich nicht haben. Nicht auf meinem Schiff. Das dulde ich einfach nicht. Nichts als Fragen, Fragen und Fragen. Bisher habe ich ja noch gar keine gestellt, Sir. Dann wird's aber Zeit anzufangen. Überall wimmeln hier Polizisten rum. Das regt unsere Jungs auf und natürlich auch die Damen. Und wenn Sie wollen, letzten Endes auch mich. Ja, Sir, das sehe ich. Der Tod trat sofort ein. Uhrzeit ungefähr Mitternacht. Ursache, Ersticken durch Erhängen, nämlich. Leider falsch. Er ist zuerst erstochen worden und wurde dann an den Mast gehängt. Erstochen? Mit einem Degen. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht dachte der Täter, doppelt hält besser. Ziemlich ungewöhnlich. Hab sowas noch nie gesehen. Würde gern mal mit Ihnen darüber reden, aber jetzt habe ich keine Zeit. Da ist noch ein Baby fällig. Den Bericht kriegen Sie morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist aber einer von der flinken Sorte, was? Ja, ja. Also erstochen, ja? Nanu, haben Sie sich verletzt? Haben Sie noch mehr solche scharfen Waffen an Bord, Sir? Ja, allerdings. So? Ich zum Beispiel habe auch so einen Säbel. Ja, wir haben alle so einen. Gehört zur Ausgehuniform bei den Damen natürlich nicht. Aber den hätte doch jeder benutzen können. Das ist nicht gerade sehr galant, Herr Oberinspektor. Tut mir leid, Madam. Also vielleicht kommen wir weiter, wenn wir feststellen könnten, wer Leutnant Compton zuletzt lebend sei. Wer Leutnant Compton zuletzt lebend sei? Ja, natürlich, stellen Sie das bitte fest und dann haben wir sofort den Burschen, der ihn umgebracht hat, nicht wahr? Dann wollen wir mal bei Ihnen anfangen. Nun? Nun was? Wann haben Sie den Toten zuletzt gesehen? Ich weiß zwar nicht, warum Sie das was angeht, aber es war 6 Glasen der ersten Wache. Und das bedeutet? Das heißt 11 Uhr gestern Abend natürlich. Vielen Dank, Sir. Irgendjemand noch nach 11? Ihr habt doch gehört, was er gefragt hat. Irgendjemand noch nach 11? Ich verstehe.
Haben Sie eine Ahnung, Sir, warum irgendjemand diesen Offizier hätte beseitigen wollen? Nein, nicht die geringste. Er war ein ungewöhnlich beliebter Mann, nicht wahr? Vielleicht sogar einer der beliebtesten Männer an Bord. Offensichtlich aber nicht bei jedem. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen, Sir. Wissen Sie, ob Leutnant Compton einen Feind gehabt hat? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hat er sich mit jemandem gestritten? Gab es da vielleicht ein Missverständnis? Nun, das kann ich wirklich nicht sagen. Weiß sonst jemand was? Was ist mit Ihnen, Sir? Ich hatte nur wenig Kontakt mit ihm. Ich weiß gar nichts. Und Sie, Mr. Humbert? Ja, also, na schön, es stimmt schon, dass ich mit Compton nicht mehr so gut ausgekommen bin in letzter Zeit. Tatsächlich, Sir? Es tut mir leid, Shirley, aber früher oder später kommt es ja doch raus. Das kam nämlich daher, dass Compton immer und ewig Shirley belästigt hat. Das ist Miss Boston. Erik! Denn wissen Sie, Shirley und ich sind so gut wie verlobt. Was? Das ist aber eine sehr ernste Sache. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Sir. Ja. Auf meinem Schiff gibt es kein, ich wiederhole kein, Techtelmechtel zwischen den Geschlechtern. Das ist eine goldene Regel der Stiftung und es ist unsere Pflicht, sie zu befolgen. Mann, donnerwetter Humbert, Sie sind mir aber ein paar Erklärungen schuldig. Sie sind verlobt? Mit einer Frau? Ja. Wo bleibt Ihre Erklärung, Sir? Ja. Ich verlange eine Vielleicht Erklärung. Vielleicht lassen Sie ihn endlich dazu kommen, Sir. Sir? Entschuldigung. Was ist denn? Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber ich habe soeben was... Haben Sie sich verletzt, Sir? Schießen Sie schon los, Bacon, bitte. Nun, also, kommen Sie. Sie haben also gestern eine Patrouille an Land geschickt, Sir? Was zum Teufel hat denn das mit der Sache zu tun? Nun, Sir, die Jungs sind auf dem Polizeirevier gewesen und haben einen Diebstahl gemeldet. Sie haben gestern Abend nicht aufs Schiff zurückkommen können, weil ihnen jemand das Boot gestohlen hat. Ein Mann ist hier bei uns ermordet worden, Inspektor. Und da regen Sie sich über ein Boot auf, das einer gestohlen hat? Ach, Sir, es geht wohl dabei um mehr. Denn der, der das Boot gestohlen hat, hätte doch sehr wohl hier zum Schiff rudern können und, Ja, das ist aber klug kombiniert. Wirklich gut, Connington, Warum sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen? Bin ich ja. Man hat hier bootlose treibend an der Flussmündung entdeckt. Irgendein Amateur muss es wohl angebunden haben. Sie werden es zurückbekommen, wenn wir es auf Fingerabdrücke untersucht haben. Mr. Stringer? Ja, Miss Marple? Nein, ich bin hier. Tut mir ja so leid, Jim, aber ich musste kommen, um Sie zu warnen. Mich zu warnen? Ja. Sie werden polizeilich gesucht. Was sagen Sie da? Ja, weil Sie gestern Nacht dieses Boot entwendet haben. Aber wieso? Das habe ich mir doch nur geborgt. Die Polizei ist leider fest davon überzeugt, dass der Mann, der sich das Boot geborgt hat, ein Mörder ist. Ich? Ein Mörder, sagen Sie? Hier. Ich habe Ihnen was zu trinken mitgebracht. Ich dachte, Sie haben es vielleicht nötig. Sir? Ja? Ein Landstreicher möchte dringend mit Ihnen reden, Sir. Das ist sehr nett, ich aber nicht mit ihm. Oh, doch, ich glaube schon, Sir. Was zum Teufel? Ich weiß doch, wo er ist, Chef. Der Mann, den Sie suchen. Sie brauchen also weiter nichts zu tun, als sich so lange still zu verhalten, bis die Jagd vorüber ist. Das wird den Oberinspektor von einer Menge Unglück bewahren und mir freie Hand geben. Aber ist ein vereintes Vorgehen nicht viel besser? Nein, verstehen Sie denn nicht? Solange der wirkliche Mörder glaubt, dass die Polizei weiter nach Ihnen sucht, wird er sich doch unweigerlich im falschen Gefühl der Sicherheit wiegen. Ja, aber... Na, also schön, Miss Marple, ich werde es tun. Mein tapferer Jim. Also dann nehme ich an, dass Mr. Hartwig diesem Leutnant Compton und seinen verbrecherischen Unternehmungen auf die Spur gekommen ist und das ihrem Kuratorium mitteilen wollte. Angenommen, es war so. Dann hat also Compton Folly Hartwig zum Schweigen gebracht. Ja. Und wer hat dann Compton ermordet? Nun, das... Das war wohl sein Komplize, glaube ich. Aber hatte er denn einen Komplizen? Oh ja. Die Person, die dann nach mir in Comptons Kabine eindrang, ohne mich zu entdecken. Diese Person wusste offenbar über den Kasten und seinen Inhalt genauestens Bescheid. Verstehe. Ich frage mich, was es wohl war, was der oder diejenige aus dem Kasten haben wollte. Ah, ja. Tja, ob es vielleicht die Beute eines früheren Raubzuges war? Beim Zeus, Miss Marple, ja. Die klassische Situation, der Streit zwischen Dieben. Ja. Die Sache ist völlig klar. Compton ermordet Folly Hartwig, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und Comptons Komplize ermordet ihn, um sich die Beute zu sichern. Also würden wir zwei Mörder haben. Nein. Nein? Nein, dabei stimmt irgendetwas nicht.
Comptons Komplize hätte doch bestimmt eine diskretere Art vorgezogen, um seinen ehemaligen Partner aus dem Weg zu räumen. Ja, ein Schlag über den Schädel, ein Stoß bei Nacht über Bord, ein Körper, der mit der Ebbe ins Meer treibt und vielleicht nie wieder entdeckt wird. Ja, zum Beispiel. Aber einen Mann zu durchbohren und ihn dann aufzählen, damit alle ihn sehen, und zwar am Besanmast, dem traditionellen Galgen, für alle Meuterer und Verräter. Nein, Jim. Das deutet nicht auf das Gehirn eines gewöhnlichen Verbrechers hin, der sich nur mit Diebstahl abgibt. Vielmehr auf einen Mann, der zu etwas so teuflischem fähig ist, wie einen anderen mit seinem eigenen Schnupftabak zu vergiften. Wollen Sie damit sagen, dass... Ja. Es ist ziemlich sicher für mich, dass wir nur einen Mörder zu suchen haben. Er hat beide umgebracht, Folly Hardwick und Compton. Und zwar aus einem Motiv, das wir noch nicht kennen. Ein Motiv, das im Dunkeln ruht. Beim Zeus, Miss Marple, ich glaube, Sie haben recht. Aber was für ein Motiv könnte das gewesen sein? Einen Moment, Mr. Stringer. Ich habe diesen Umschlag hier in Leutnant Comptons Seemannskiste gefunden. Er ist über Dampf geöffnet worden. Oh. Was hatte Compton wohl für ein Interesse daran gehabt, mit unserem Kuratorium Verbindung aufzunehmen? Wie Sie selbst sehen, stehen lauter Zahlen drauf. Das war eine Berechnung, die von Compton stammt, nehme ich an. Aber sehen Sie mal hier, die Nummer 33. Denken Sie bitte daran, wie sehr Folly Hardwick mit dieser Zahl beschäftigt war, dass er sie dauernd auf den Zettel gemalt hat. 33. Mr. Stringer, Sie müssen sofort nach Milchester zurück, auf der Stelle. Suchen Sie die Sekretärin des Kuratoriums auf, Miss Pringle, und fragen Sie sie, welche eine Art Mitteilung oder Nachricht vom Schiff sich Ihrer Meinung nach in einem so ungewöhnlichen Kuvert wie diesem hier befunden haben müsste. Aber Miss Marple, die Polizei, haben Sie nicht gesagt, dass ich mich ruhig verhalten soll? Ach was, gehen Sie über die Hintertreppe runter. Schlagen Sie aber den Kragen hoch und die Mütze tief runterklappen. Ja, ja. Auf Wiedersehen, viel Glück! Der Polizeipräsident und ich haben Ihre Aussage gelesen, Miss Marple. Wir können es zwar nicht glauben, aber gelesen haben wir es. Dann kommt es mir ziemlich sinnlos vor, noch länger hier zu bleiben. Einen Augenblick. Hm. Ich könnte Sie nämlich sofort unter Anklage stellen, zum Beispiel wegen Zurückhaltung von Informationen, Verschwörung, Unterstützung und Begünstigung eines Flüchtlings und vielleicht noch wegen vieler Dinge mehr, wenn ich es mir recht überlege. Und warum tun Sie es dann nicht? Ja, wenn es nach mir ginge, Miss Marple, aber Sie haben wieder mal Glück. Der Polizeipräsident ist der Ansicht, dass Ihre Einmischung in diesem Fall auch ganz nützlich war. Einmischung? Einmischung. Darf ich fragen, welche Richtung Sie nun einschlagen wollen, Inspektor? Der Fall liegt ziemlich klar. Compton wurde von seinem Komplizen ermordet. Das dachte ich, dass Sie das denken würden. Und jetzt wissen wir auch, wer jener Komplize ist. So? Miss Marple, in den letzten 6 Wochen ist es in unserer Umgebung zu 6 schweren Einbrüchen gekommen, bei denen hauptsächlich Juwelen gestohlen wurden. Alle diese Einbrüche geschahen nach einem gesellschaftlichen Ereignis. Und der Einzige, der zu allen Festen eingeladen war, ist Unterleutnant Humbert. Ich verstehe. Wollen Sie ihn daraufhin festnehmen? Ich werde Humbert zu einem Verhör holen, ihn mit dem Jungen konfrontieren, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr sein wird als eine Formalität. Daraus ersehe ich, dass Sie nicht gewillt sind, die Möglichkeit zu bedenken, dass Mr. Hardwick vielleicht keineswegs seines natürlichen Todes gestorben ist. Ich bitte Sie, Miss Marple, mit Schnupftabak vergiftet. Ich fürchte, dass Sie noch ein bisschen zu viel Einbildungskraft haben. Das wäre nur gut, da ich doch offenbar Intuition für 2 haben muss. Der Weg liegt vor Ihnen, Miss Marple. Ich möchte Ihnen vorschlagen, jetzt zu gehen, Mr. Stringer aufzusammeln und sich dann direkt und schnellstens nach Milchester zu begeben. Der Weg liegt vor Ihnen, Herr Oberinspektor, bitte. Ich möchte Ihnen vorschlagen, nichts zu versäumen. Schließen Sie sich über Nacht in Ihrem Zimmer ein und denken Sie mal gründlich und in aller Ruhe nach. Wie lange wollen Sie uns hier noch so sitzen lassen? Ich warte auf den Bericht des Arztes, Captain, falls Sie nichts dagegen haben. Augenblick, einen Moment. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist, Inspektor? Donnerstag. Donnerstag. Heute ist der Tag der Trafalgar-Schlacht. Wir müssen abends unseren traditionellen Hornpfeifer-Tanz im K-Hotel vorführen. Und da gibt's auch schrecklich viel zu tun. Das werden Sie wohl absagen müssen, Sir. Absagen? Das wäre ein Bruch aller Tradition, Herr Oberinspektor. Das tut mir leid. Das tut Ihnen leid. Ist es nicht. Also es ist der Todestag von Nelson. Ich kann doch Nelsons Tod nicht ignorieren, Inspektor. Und ich kann eine Reihe erheblich jüngerer Todesfälle nicht ignorieren, Captain. Es macht einen alles so nervös. Haben Sie vielleicht Schlangen an Bord? Schlangen? Ja, Schlangen. Wovon redet der denn bitte? Ja, das dachte ich mir schon. Trotzdem sehr merkwürdig. Das Mädchen ist vergiftet worden. Durch eine Punktierung in den Mittelfinger. Verdammt schnell wirkendes Gift. Curare möglicherweise. Sehr beliebt bei den südamerikanischen Pygmäen, wissen Sie. Die benutzen ein Blasrohr, geht direkt in die Blutbahn. Blitzschnelle Wirkung. Die sind weg wie nichts. Einfach so. Abenteuerlich. Sowas ist mir bisher in meiner ganzen Praxis noch niemals vorgekommen. Würde mich gern mit Ihnen darüber unterhalten, aber ich habe jetzt keine Zeit. Wo ist denn mein Koffer? Ach so, Sie haben ihn. Vielen Dank. Also, tja, da ist nämlich noch ein Baby fällig. Vielleicht werden es auch Zwillinge wollen. Mal sehen. Oder am Ende Drillinge. Guten Morgen. Der Kerl ist aber wirklich von der flinken Truppe, Donnerwetter. Ja, für den geht's dauernd um Leben und Tod, nicht wahr? Schlangen. Pygmäen.
Pfeilspitzen ins Blut. Das ist alles nur sie, wisst ihr? Da reden Sie über den alten Klabautermann, die ist ja noch viel schlimmer als er. Ist alles in Ordnung, Captain? In Ordnung? Nein, hier ist nichts mehr in Ordnung. Schaffen Sie mir endlich dieses Weib vom Schiff! Was für ein Weib? Miss Marple, wen sonst? Hören Sie zu. Ich habe heute früh mein Logbuch geschrieben. Ist Ihnen klar, dass seit dem Moment, in dem Sie an Bord kamen, zwei meiner Besatzung ermordet wurden, Humbert von euch Idioten ins Gefängnis geworfen wurde und Sie vier meiner Jungs wegen Einbruchdiebstahl verantworten müssen? Und darüber hinaus ist das Schiff bis zum Bootsdeck vollgestopft mit diesem Zeug. Wie nennen Sie es? Beute. Sehen Sie sich das an. Craddock, mein Freund, mein lieber Inspektor und Freund. Ganz egal, wie Sie es anstellen, aber schaffen Sie sie weg. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel eine Anklage gegen Sie vorbringen. Ich bin sicher, dass Sie darin sehr tüchtig sind. Ich sag's Ihnen nochmal, sie ist eine Hexe. Sie ist ein Unglücksrabe. Sie bläst hier einen höchst gefährlichen Wind. Der Captain ist der Ansicht, dass Sie den bösen Blick haben. Er möchte, dass ich Sie hier von Bord schaffe. Das kann ich mir vorstellen, ja. Tja, darf ich reinkommen? Wenn Sie möchten. Mhm. Die Entwicklung des Falles dürfte Sie wohl dazu veranlassen, Humbert wieder freizulassen. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich gebe zu, dass das Mädchen die Komplizin gewesen sein muss. Sie wird die Beute aus Comptons Kabine geholt haben. Aber dennoch ist auch Humbert mit im Spiel, trotz allem. Oh ja, da haben Sie schon recht. So? Er gehört ja zur Familie der Rasserforschung Humberts und hat somit gesellschaftlichen Zutritt zu allen vornehmen Häusern der Grafschaft. Das würde wohl erklären, warum er bei allen Festen zugegen war, von denen Sie gesprochen haben und die jedem Raubzug vorangingen. Ja, das wäre wohl möglich. Ich nehme an, dass er das Mädchen mitgenommen hat. Ja. Ja. Wissen Sie, es mag doch sein, dass sie absichtlich mit Humbert geflirtet hat, um sich auf diese Weise Zutritt zu den Häusern zu verschaffen, sodass sie, wie Sie es bezeichnen würden, das Gelände für ihren eigentlichen Geliebten sondieren konnte, für Compton. Gar nicht so abwegig. Aber inzwischen ist sie vergiftet worden. Auf irgendeine Weise hat man ihr das Gift in den Finger injiziert. Ja, das habe ich auch bemerkt. Na schön. Doch wie? Mit einer Mausefalle, Inspektor. Mausefalle? Ich glaube, dass das unglückselige Mädchen gestern Nacht nach einem sicheren Versteck für die gestohlenen Schmuckstücke gesucht hat. Sie fand ein Versteck, fasste hinein und schnapp und... Schnapp? Ja. Als Abdruck die Strieme auf ihrem Handrücken, ganz deutlich zu sehen. Und die Punktur rührt von der Spitze her und die sitzt am Schnapper. Aber warten Sie mal, eine Mausefalle, die man mit tödlichem Gift präpariert hat? Warum denn das um alles in der Welt? Das ist doch ziemlich klar, weil das Versteck, das sie gefunden hatte, bereits in Benutzung war. Hä? Ja, es verbarg etwas anderes. Und offenbar etwas, was noch viel wertvoller und kostbarer war. Denn um es zu schützen, baute der Eigentümer eine Mordwaffe wie diese Mausefalle auf. Herr Miss Marple, das alles erscheint mir so fantastisch. Eigentlich doch nicht, Herr Oberinspektor. Die Methode ist ausführlich hier in diesem Buch dargelegt. Die Todesbüchse. Es geht dabei übrigens auch um das Prinzip eines Mordes mit Schnupftabak. Verzeihen Sie bitte. Ich dachte, dass Sie und Ihre Männer gern etwas zu Mittag essen wollen. Wir möchten Ihnen aber keine Mühe machen, Madam. Das ist doch keine Mühe. Denn vier Portionen suchen einen Abnehmer, seit sich die Zahl unserer Jungs auf 29 verringert hat. 29 plus 4 ergibt 33. Sehen Sie, ich habe in Comptons Kabine nach seinem Tod diesen Briefumschlag hier gefunden. Dieser Umschlag wird, wie ich jetzt weiß, für die Vierteljahresberichte der Schiffsleitung verwendet. Mr. Stringer hat den letzten Bericht, den unser Kuratorium bekommen hat, hier beigefügt. Sie werden gleich sehen. In diesem Bericht wird die Anzahl der Jungen an Bord mit 45 angegeben. Und in Wahrheit sind es nur 33. Sie meinen, ein Betrug? Ja. Und wenn dieser Betrug schon so lange ausgeführt wird, wie ich glaube, dann kostet er die Stiftung ein Vermögen. Darf ich mal sehen, Sir? Ich glaube, dass Mr. Folly Hardwick diesen Betrug da auf die Spur gekommen ist. Und desgleichen Compton, der dann der Liste seiner zahlreichen Verbrechen noch Erpressung hinzufügte. Erpressung? Ja, er fing den Bericht ans Kuratorium ab, öffnete den Umschlag über Wasserdampf und wie Sie selbst hier sehen, errechnete die Summe, die unser Betrüger mit seinem frechen Schwindel pro Jahr verdient haben muss. Zweifellos hatte er vor, eine tüchtige Portion davon für sich selbst zu fordern. Aber dann hat er allerdings mehr bekommen, als er wohl haben wollte. Wer hat diesen Bericht unterschrieben? Der Captain, Sir. Kommen Sie. Nein, nein, Oberinspektor, bitte nichts überstürzen. Aber Miss Marple. Es darf noch niemand in Haft genommen werden. Sie müssen allen erlauben, heute Abend an Land zu gehen. Das kommt nicht in Frage. Unterschlagung und Betrug ist eine Sache, Beweise für einen dreifachen Mord etwas anderes.
Vorsicht, Vorsicht, fang den Panther mit einer Mausefalle. Das Beiboot stößt in 2 Minuten ab, Madam. Du meine Güte, und ich habe mich noch nicht einmal umgezogen. Captain. Ja, Madam. Ob es wohl möglich wäre, dass Sie mich beurlauben? Beurlauben? Nun ja, schauen Sie, Captain, ich muss morgen wieder nach Milchester zurück. Ach, morgen? Ja. Oh ja, natürlich, morgen. Und obwohl mir dieses Fest sicher ein riesiges Vergnügen bereiten würde, möchte ich doch lieber meinen letzten Abend an Bord der Battledore verbringen. Ja, natürlich, das ist doch Ihre Sache, ich bitte Sie. Ich bin eine Landratte, müssen Sie wissen. Und das Geräusch der Wellen, die leise gegen die Planken des Schiffes klopfen. Und man sitzt ruhig über einem guten Buch. Ja, aber nur zu gern. Ich würde mich herzlich freuen, wenn das Ihren Besuch krönt. Das ist hier ein sehr interessanter Kriminalroman. Ich habe ihn aus der Schiffsbibliothek entliehen. Aha. Ich weiß, dass bisher nur einer von Ihnen das Buch gelesen hat, aber ich möchte es auch allen anderen empfehlen. Ich bin gerade bis zur aufregendsten Stelle vorgedrungen, wo... Nun, ich hoffe, ich bringe Sie nicht um die ganze Spannung, wenn ich Ihnen verrate, dass des Rätsels Lösung in einer Mausefalle besteht. Einer Mausefalle? So, mehr sage ich aber nicht, denn sonst würde ich Ihnen ja den Spaß verderben. Captain, ja? Die Boote stehen bereit. Oh ja, natürlich. Ja, Madame, da bleibt mir nur übrig, Ihnen einen angenehmen Abend zu wünschen. Danke sehr. Also, gute Nacht. Das wünsche ich Ihnen auch. Ihnen allen natürlich. Sie... Ich bin nicht an Land gegangen. Das hat in dem Dunkel keiner gesehen. Auf mich achtet ja sowieso niemand. Und was wollen Sie hier? Das ist meine letzte Chance. Sie wollen uns doch morgen verlassen, nicht wahr? Ja, das ist meine Absicht allerdings. Ich lebe unter einem großen Druck, seitdem Sie zu uns an Bord kamen. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Das heißt, ich habe ein Geständnis zu machen. Ja, und? Ja, ich gebe zu, dass ich an beständiger Seekrankheit leide. Ich bin nicht fähig, diesen Beruf auszuüben. Es geht nicht mehr ohne Tabletten. Ich verstehe. Und diese Tabletten stehlen Sie aus dem Schiffslazarett, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Und das spielt jetzt keine Rolle. Tja, dann muss ich wohl meinen Dienst quittieren. Nein, das glaube ich nicht. Wieso nicht? Admiral Lord Nelson hat doch die gleichen Beschwerden gehabt. Und wo wären wir heute, wenn er den Mut verloren hätte? Und wenn sie das irgendwie beruhigen kann, dann schlage ich Ihnen vor, sich in ein Boot zu setzen und doch noch an Land zu gehen, um an einem Fest zu Ehren Ihres großen Berufskollegen und Leidensgefährten teilzunehmen. Miss Marple, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß nicht, wie ich Ihnen je dafür danken soll. Dann versuchen Sie es gar nicht erst. Sie können jetzt ruhig vorkommen. Guten Abend, Commander. Guten Abend, Miss Marple. Wie lange hat es gedauert, durch Unterschlagung eine so große Summe zusammenzubekommen? 20 Jahre. Meine Kuratoriumskollegen müssen recht nachlässig gewesen sein. Mr. Folly Hardwicks Besuch war der erste seit 12 Jahren. Sie verfassen doch die Vierteljahresberichte, nicht wahr? Ja, ganz recht, sehr wohl. Ich muss zugeben, dass ich anfangs den Kapitän im Verdacht hatte, denn er hat sie ja unterschrieben. Ja, das war auch meine Absicht. Doch dann dämmerte es mir. Sie schrieben immer 2 Berichte, nicht wahr? Der eine war richtig und der andere gefälscht. Dann legten sie einfach ein Blatt Kohlepapier dazwischen und der Käpt'n unterschrieb sie beide. Ja, stimmt. Offenbar haben Sie von den Früchten Ihrer Mühe nur sehr wenig ausgegeben, Commander. Das finde ich seltsam. Ich wollte, wenn ich mich zur Ruhe setze, in einem Stil leben können, der einem Flottenadmiral entspricht. Wie meinen Sie bitte? Mein Rang. Verstehen Sie? Soviel ich davon verstehe, wurden Sie doch als Commander pensioniert. Sie verstehen gar nichts. Sie verstehen überhaupt nichts. Hören Sie? Würde ich aber gern. Die Marine war ungerecht und hat mich abgebaut. Es hatte nichts mit meinem Können zu tun. Ungeeignet zur weiteren Beförderung, so hieß der Satz, glaube ich. Danach hat man mir diesen Posten angeboten. Und Sie nahmen ihn an? Ja. Und genauso nahm ich mir als mein Recht die regelmäßigen Beförderungen, die mir zugestanden hätten, wenn ich noch im Dienst gewesen wäre. Und natürlich auch die üblichen Gehaltserhöhungen, die sich damit verbinden. Obwohl ich immer noch die Uniform eines Commanders trage, bin ich doch in Wahrheit ein Admiral der Flotte. Ich glaube, dass Sie jetzt genug gehört haben, Herr Oberinspektor. Ich wäre Ihnen beinahe wirklich auf den Leim gegangen.
Ich glaube, es wird das Beste sein, wenn ich sie auf der Stelle umbringe und dann das Schiff versenke. Und zwar so, dass es den Anschein hat, wir wären beide an Bord gewesen. Und falls je ein Mensch hinter die Wahrheit kommen sollte, was ich mir nicht denken kann, dann werde ich meinen schwer verdienten Lebensabend genießen. Irgendwo weit weg von hier. Es wird nicht ganz so einfach gehen, wie Sie denken. Ich warne Sie, ich war nämlich nationale englische Fechtmeisterin im Jahre 1932. So, das ist ja hochinteressant, Madam. Und ich war 1932 Fechtmeister der Yangtze-Flottille. Mr. Stringer! Nein, nein, diesmal nicht, Miss Marple. Touché, Mr. Stringer. Das war gut. Gut gemacht. Ich war so unruhig, ich konnte Sie einfach nicht allein lassen. Meine Güte, der Oberinspektor, schnell, helfen Sie mir. Ach, Herr Inspektor, ist Ihnen noch nichts passiert? Ich habe mir solche Sorgen um Sie gemacht.